Ich muss erstmal die Kiste runterbauen. Sonst ist das alles zu schwer. Das Volk hat ja schon zwei große Honigräume hier drauf. Die 2021er Königin ist drin, die ich so oder so vermehren wollte, wie hier in dem Notizfeld steht. Die haben auf jeden Fall mal etwas mitgenommen von meinem Honig. Der Schwarm unten drunter. Der Smoker, der läuft hier noch gar nicht wirklich. Komm schon, los geht's. Wenn ich ihn jetzt nicht richtig durchpumpe, dann macht der Smoker schlapp. Genau. Und runter damit. Jetzt wird es da gleich noch mal spannend. Ah, Mensch, ich hab Glück. Die hocken da ja. Nee, bleib da lieber ein bisschen auf Abstand. Wir haben jetzt heute nicht das beste Wetter. Sind da vorne Bienen drunter? Wenn ich das jetzt hier so hinstelle, sind da Tiere drunter? Ja, sind drunter. Oh, okay. Dann müssen wir irgendwie Methode 2 nehmen. Nee, das gehe ich nicht anders dahin. Dann müssen die da mal ganz langsam von den Kufen runter. Sonst wird es schwierig. Okay. Schöner Schwarm. Ups. Magst du mir gerade mal den Besen rübergeben? Den gelben im Eimer. Merci. Und dann am besten gerade mal 2 Meter Abstand. Besen mögen die Bienen gar nicht. Okay. Erster Part ist geschafft. Königin haben wir auch.
Nö, können wir eigentlich sogar drin lassen, die Königin. Dann hängen wir jetzt denen nur zwei Waben rüber, dass sie sich da aufhängen können, die Tierchen. Ja, und die Wabe rüberhängen ist jetzt auch nicht übel. Kann man auch machen. Okay, dann machen wir die wieder dicht. Jetzt müssen wir uns um die hier noch kümmern. Wie machen wir das jetzt am besten? Eine Folie. Ja, so ganz toll ist sie jetzt nicht. Mal, wie wir vorwärts kommen. Dann hängt da ja echt noch einiges hier an Bienen unten drunter. Das kann ich jetzt vielleicht etwas mit einer kleineren Stockkarte in den Griff bekommen. Okay. Und dann bauen wir doch wieder unser ursprüngliches Bienenvolk auf den alten Platz. Müssen wir jetzt nur höllisch aufpassen, dass wir nicht irgendwelche Bienen erwischen. Schön langsam immer aufs Gestell schieben, dass die Tiere nicht verletzt werden. Hier, wenn die Tiere im Weg sind, dann kann man die auch runterschmeißen und fliegen die wieder weg. Dann sieht man auch, dass die Kiste gerade falsch rum drin stand. Die gehört nämlich so rum rein.
System vermitteln, das ist auch immer wichtig. Gerade wenn wir da noch zwei Waben rausgenommen haben. So, dann setzen wir hier jetzt den ursprünglichen Honigraum drauf. Der ist jetzt wesentlich weniger geworden vom Gewicht. Bedeutet eigentlich, wir können diesen Honigraum direkt auf den Schwarm schon draufpacken. Mit auch folgender Begründung, dass wir hier jetzt Mittelwände rausnehmen können und dem Schwarm die vier Futterwaben geben können, wo ich eben Bienenvolk im oberen Honigraum markiere, dass die auch auf keinen Fall abgeschleudert werden. Das ist sozusagen immer die Nahrung für die Tiere. Während der Saison. Machen wir hier eine Wabe. Richtig schön schwere schon. Wow. Einmal, zweimal. Im besten Fall jetzt noch zwei leichte. Die waren jetzt schon mega schwer. Ja, eine leichte. Eins, zwei, drei und. Komm schon, hier ist doch Nummer vier. Ne, Moment, das war die Wabe, die ich rausnehmen wollte. Da war nämlich Brut drauf. Und das ist die hier noch. Die sieht auch noch gut aus. Abspecke, da brauchen wir. Wir brauchen hier Stockkarte, Folie, Klammer und die nehmen wir Step by Step. Mal zwei raus für die Naturwaben. Ne, eine sollte lang. Ich gucke ein bisschen, dass du nicht im Kamerawinkel drin bist, ne? Das hier sind unsere vier Futterwaben. Die schlitze ich immer hier horizontal rein. Und diese vier dürfen auf gar keinen Fall abgeerntet werden. Da könnte nämlich auch noch Futter drin sein von dem Winter. Aber das war jetzt eine Traumaktion, den Schwarm hier einzufangen. Ging einfach, in der Tat. Ich habe leider keine Metallgitter mehr, nur diese Kunststoffgitter. Wir werden bald alle ersetzen mit den Metallabsperrgittern. Okay, die restlichen Bienen haben da Platz zum Laufen, da machen wir uns keine Sorgen. Und dann stellen wir den Honigraum drauf.
Und dann müssen wir das hier nochmal in die Bewertung richtig reinschreiben, was wir da jetzt eigentlich getan haben. Die hier sind jetzt abgehauen und sitzen jetzt da drüben. Das heißt, dieses Bienenvolk hat die 2021er Königin. Das ist ein Hybrid. Das war die grüne Nummer 4. Die Mutter war unbekannt. Hybrid grün war das nämlich. Bivetal, Schwarmzelle, Standort. Boli BG, Volkstyp, Schwarm, was haben wir reingehängt? Etwas Brut, nur eine kleine Wabe. Und hier schreiben wir rein, wir haben die Bienen entnommen. In dem Fall haben sie sich selbst entnommen, als Schwarm. Schrauben wir jetzt noch bei beiden Völkern die Leisten wieder fest und damit haben wir erfolgreich den Schwarm gefangen, geborgen und eine neue Behausung gegeben. Viel Spaß, liebe Bienen, in eurer neuen Kiste.